Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Weihnachten kann man sagen, fällt ins Wasser. Silvester komplett aus. Schöne Bescherung. Und ja, ob man jetzt alles abblasen muss oder nicht, wie man Weihnachten feiern kann, das möchte ich euch jetzt in meinem Video kurz einmal erklären. Nach dem ganzen Hin und Her von Lockdown Light bis zu dem harten Lockdown, der jetzt kommt ab Mittwoch, ist große Verunsicherung. Keiner weiß mehr so richtig, mit wie vielen Personen kann ich Weihnachten verbringen. Ist überhaupt vielleicht sogar eine Ausgangssperre, das heißt, ich kann gar nicht meinen eigenen Haushalt verlassen und überhaupt Familie besuchen. Was ist Silvester erlaubt? Darf ich da überhaupt knallen? Darf ich auf der Straße? Kann ich irgendwo was essen fahren zu Weihnachten etc.? Da möchte ich versuchen, ein bisschen Klarheit zu schaffen. Natürlich muss man sagen, das ist auch Stand jetzt, das kann sich ja auch wahrscheinlich wieder jederzeit ändern. Ihr wisst, nichts ist so beständig wie die Veränderung. Wir gehen jetzt also in dem harten Lockdown. Und meine Frage, die sich da als erste stellt, ist eigentlich, kommt das vielleicht sogar ein bisschen zu spät? Hätte das eher kommen müssen? Wenn man überlegt, Lockdown Light war am Anfang November. Und wenn man dann eigentlich so überlegt, es heißt ja immer so 2 Wochen, dann weiß man so die ersten Ergebnisse. Und man hat nach 2 Wochen schon gesehen, die Zahlen sind halt nicht exorbitant hochgegangen. Sie sind so ein bisschen stagniert, mal leicht runter, mal leicht hoch. Im Prinzip hat sich nichts getan. Und eine Woche später sah es eigentlich auch nicht anders aus von den Zahlen, wenn man das im großen Ganzen mal sieht. Und da bin ich mir da eigentlich der Meinung, da hätte man reagieren müssen und hätte sagen müssen, pass auf, das, was wir hier machen, bringt scheinbar keine tatsächliche Abhilfe. Es war abzusehen, dass wenn man das noch 3 Wochen weiter so macht, nämlich bis jetzt, dass es dann auf den Punkt hinauskommt, dass man wahrscheinlich an einem harten Lockdown nicht mehr vorbeikommt. Das Problem ist, den Lockdown jetzt zu machen am 16.12., dass Silvester dadurch meiner Meinung nach ins Wasser fällt. Das wäre vielleicht vermeidbar gewesen. Weihnachten ist ja noch in Teilen machbar. Da gibt es diese Ausnahmeregelung, aber für Silvester will man dem nicht mehr nachkommen. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, was wäre gewesen, wenn man zum Beispiel ab 21. November so einen harten Lockdown gehabt hätte? Wie würden die Zahlen jetzt aussehen und würden die Zahlen es jetzt vielleicht zulassen, dass man Silvester ähnlich wie Weihnachten feiern kann? Also wäre es vermeidbar gewesen oder nicht? Keine Ahnung. Hinterher ist man halt immer schlauer. Ich möchte da auch niemanden Vorwurf machen. Am Ende sind das gerade Gedankenspiele gewesen, die ich mir gemacht habe. Wenn man nachher in der Rolle des Entscheiders ist oder auch dafür die Verantwortung ziehen muss, spielen da mit Sicherheit immer mehrere Faktoren eine Rolle als die Sachen, die ich mir jetzt gerade dabei gedacht habe. Und ich möchte mir halt nicht anmaßen, jetzt die Schuld zu geben, dass da eine falsche Entscheidung getroffen wurde oder nicht. Ich denke, wir haben momentan schon genug Querköpfe rumlaufen, die sich der Meinung sind, alles besser zu wissen. Ich weiß auch, dass es dafür hier wieder komische Kommentare hageln wird. Kein Problem. Ich finde es gut, dass jeder Mensch seine Meinung hat. Jeder Mensch sollte auch seine Meinung haben und sie auch äußern dürfen, auf jeden Fall. Aber am Ende bin ich der Meinung, dass es das Wichtigste ist, momentan Menschenleben zu retten. Und ich mache auf jeden Fall mit und versuche, dass es auch klappt, dass man halt oder dass halt die Zahlen dann irgendwann nach unten gehen. Und ich hoffe halt einfach nur, dass dieser Spuk irgendwann vorbei ist und dass wir halt alle wieder ein normales Leben führen können, so wie wir es vorher hatten, wenngleich ich auch eigentlich glaube, dass das Leben nicht mehr ganz so werden wird, wie es vorher mal war. Aber das ist was anderes. Es sollte hier ja eigentlich darum gehen, wie kann ich jetzt Weihnachten feiern, was läuft jetzt Silvester ab, was passiert jetzt eigentlich. Das möchte ich euch kurz mal zusammenfassen, weil ich mir das auch tatsächlich nicht alles hier oben in meiner Birne merken kann, habe ich mir das hier kurz mal notiert. Also klar ist ja, es hat glaube ich jetzt jeder mitbekommen, dass der Einzelhandel schließen muss. Das heißt, Friseure machen auch zu. Wer also ein schönes Foto neben Tannenbaum haben möchte, der sollte möglichst zusehen, dass er jetzt noch 2 Tage Zeit hat, zum Friseur zu kommen und sich die Haare schneiden zu lassen. Ist natürlich auch schlecht, wenn jetzt alle Leute zum Friseur hinrennen und da ist es voll, dann steckt man sich da auch wieder an. Das Gleiche, wenn jetzt noch im Einzelhandel eingekauft wird, wenn sie jetzt alle noch in die Klamottenläden rennen oder sich alle neue Schuhe kaufen müssen etc., wird es da auch wieder zu voll. Die Abstände werden nachher nicht eingehalten. In der Praxis wissen wir, denke ich, alle, wie es aussieht, auch im Supermarkt. Du bückst dich, möchtest unten deinen Mozzarella-Käse aus dem Käseregal holen und anstatt, dass die Leute kurz mal neben dir warten, bücken sich 2, 3 andere Leute neben dir, greifen dir noch halb so einen Arm rein und ziehen sich auch einen Käse raus, wo man denkt, Mensch, warte doch die 5 Sekunden, bis ich fertig bin, du kommst mir gerade extrem nah, wir sollen doch Abstand halten. Ja, also da muss natürlich mit gesundem Menschenverstand jetzt die nächsten 2 Tage vorgegangen werden.
Danach ist es halt nicht mehr möglich, zum Friseur zu gehen, wem es wichtig ist, Massagen etc., das wird alles geschlossen. Was halt offen bleibt, sind Sachen, die systemrelevant sind. Halt, ihr werdet euch weiterhin mit Lebensmitteln versorgen können, auch mit Toilettenpapier. Fangt bitte nicht an, das zu hamstern. Ich denke, es sollte jetzt mittlerweile jeder mitbekommen haben, durch den ersten harten Lockdown und auch durch den jetzigen leichten Lockdown, dass es unnötig ist, irgendwelche Sachen zu hamstern. Ihr braucht auch nicht 20 Kilo Mehl zu Hause. Die meisten Leute haben ihre Plätzchen zu Weihnachten jetzt schon gebacken. Vielleicht reicht es ja sogar eigentlich hin. Also nicht hamstern. Alles, was ihr für die Versorgung braucht, ist weiterhin offen. Es sind auch Kfz-Werkstätten etc. offen, Banken, Post, ja, alles offen. Es müssen im Prinzip nur Geschäfte schließen, die jetzt keine Lebensmittel verkaufen, also die euch nicht versorgen können. Soweit habe ich es jedenfalls verstanden, also das, was am Einzelhandel schließt. Kommen wir mal einfach zu dem nächsten Punkt und das ist ja jetzt das Wichtigste, das ist Weihnachten. Was ist Weihnachten erlaubt? Und da heißt es hier, das muss ich auch kurz mal ablesen, Weihnachten nur im engsten Familienkreis, die Kontaktbeschränkung 5 Personen maximal aus 2 Haushalten, Kinder bis 14 Jahre sind dabei ja nicht eingerechnet, das bleibt erstmal so bestehen. Und dann vom 24. bis 26.12. Sind Ferien im engsten, im engsten Familienkreis erlaubt. Das heißt, Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie. Geschwister, Nichten, Neffen zum Beispiel, ne, die jetzt nicht dem Haushalt angehören. Da, so könnt ihr dann halt mit denen Weihnachten verbringen. Essen gehen wird nicht möglich sein. Ich weiß immer, wenn man mal selber, wir machen es abends auch jahrelang so gemacht, dass wir immer mal den ersten oder zweiten Weihnachtstag essen gegangen sind. Geht nicht. Restaurants sind zu. Ich weiß nicht, ob es irgendwo Möglichkeiten gibt, sich was abzuholen, ob das sich lohnt. Ansonsten muss man halt zusehen, dass man zu Hause ist. Und man sollte aber auch da natürlich immer mal mit gesundem Menschenverstand auch vorgehen, wenn ihr was erlaubt ist zu feiern im engsten Familienkreis sozusagen, aber ihr fühlt euch krank, dann solltet ihr auf jeden Fall so selbstverantwortlich sein und auf jeden Fall auch zu Hause bleiben. Nicht, dass ihr Oma und Opa oder wem auch immer noch ansteckt und es hinterher bitter bereuen werdet. Das war jetzt Weihnachten, kommen wir dann zum nächsten Punkt, eine Woche später, wisst ihr, ist Neujahr, Silvester und in der Regel wird da viel gefeiert. Man trifft sich auch dann ab Mitternacht natürlich zum Böllern draußen auf der Straße und wie ist das jetzt Silvester? Wir haben alle, glaube ich, über die Medien jetzt schon mitgekriegt, dass ein Feuerwerksverbot herrscht, es wird auch nichts verkauft. Also alle Ketten, die sich jetzt schon eingedeckt haben und schon kräftig Werbung gemacht haben, dass man Feuerwerk bei denen kaufen kann, ist nicht, wird es nicht geben. Feuerwerk ist produziert, es steht bereit zum Verkauf. Das heißt, alles das, was jetzt nicht verkauft wird, wird man nächstes Jahr dann wahrscheinlich kriegen, weil wann soll es sonst verböllert werden? Entsorgt wird es, denke ich, auch nicht. Es muss wohl wahrscheinlich irgendwo gelagert werden, wo es auch wieder mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Und dann kann man es nächstes Jahr kaufen. Das bedeutet aber auch, dass im nächsten Jahr dann nicht mehr für nächstes Silvester produziert wird oder nur sehr wenig produziert wird, weil ist ja im Prinzip alles vorhanden, was man braucht. Wie sieht das aus? Ich habe jetzt noch Restbestände. Meistens ist es ja so, ihr wisst, man kauft zu viel. Es geht vielen Leuten so. Mir muss ich sagen nicht. Ich kaufe seit Jahren keine Silvesterknalle, aber häufig ist es so. Mir ging es früher auch so. Man hat zu viel gekauft, hat noch einen halben Schuhkarton über, den man verböllern kann. Darf ich das jetzt noch? Kann ich rausgehen und knallern? Und da heißt es wie folgt, Knaller und Raketen dürfen nicht verkauft werden, Restbestände nicht in der Öffentlichkeit gezündet werden, im eigenen Garten allerdings erlaubt. Das heißt, wenn ihr einen Garten habt, was auch nicht jeder hat, dann könnt ihr da eine Rakete steigen lassen und die bösen Geister, die ja massig vorhanden waren in 2020, versuchen zu verjagen und zu hoffen, dass es in 2020 besser wird. Ja, Versammlungen sind verboten. Weihnachten und Silvester ist es also nicht erlaubt. Es dürfen sich keine Menschen auf der Straße oder auf Plätzen treffen. Das bedeutet, Silvester jetzt mal rausgehen und mit den Nachbarn mit Sekt anstoßen, in gemütlicher Runde stehen, ein bisschen erzählen etc., ein bisschen zu feiern, ist nicht erlaubt. Das gleiche halt auch Weihnachten. Ihr könnt da nicht rausgehen und einen netten Glühwein trinken. Alkoholverbot in der Öffentlichkeit herrscht auch. Es wird auch nichts ausgeschenkt oder verkauft. Also das ist auch nicht möglich. Übrigens stellt sich vielleicht auch der ein oder andere die Frage, beziehungsweise vielleicht mehr die Kinder unter uns. Das ist von der Politik auch gar nicht berücksichtigt worden und halt noch überhaupt gar nicht erklärt worden.
Wir wissen, wir dürfen Weihnachten feiern im engsten Familienkreis, aber wie sieht das aus mit dem Weihnachtsmann? Der kommt ja aus einem ganz anderen Haushalt. Darf der Weihnachtsmann denn überhaupt vorbeikommen? Also liebe Kinder, da kann ich euch beruhigen. Der Weihnachtsmann hat auf jeden Fall vorgesorgt. Der wird euch nicht vergessen mit Geschenken. Wird vorbeikommen. Der eine oder andere wird ihn vielleicht auch zu Gesicht kriegen. Bei manchen Personen gehört der Weihnachtsmann ja schon sozusagen zur Familie. Die Eltern wissen, was ich meine. Und da ist es mit Sicherheit oder gehört zum engsten Familienkreis. Und da, wo der Weihnachtsmann zum engsten Familienkreis gehört, wird er auf jeden Fall auch vorbeischauen. Und bei allen anderen lässt er vielleicht die Geschenke über Nacht da. Also ihr Kinder braucht euch jedenfalls keine Sorgen machen. Ihr werdet auf jeden Fall mit Weihnachtsgeschenken versorgt. Und der Weihnachtsmann ist weitgehend nicht von diesen Einschränkungen, Gott sei Dank, betroffen. Das musste vielleicht auch mal gesagt worden, konnte man noch nirgendwo lesen. Die Politiker haben sich dazu auch nicht geäußert. Und das sind halt die Fragen, die sich mit Sicherheit viele Kinder gestellt haben. Wie geht es hier weiter auf meiner Liste? Wir hatten jetzt gesagt, Versammlungsverbot, das Alkoholverbot im Freien hatte ich auch schon angesprochen. Die Schulen und Kitas müssen schließen ab 16. Dezember bis 10. Januar. Das heißt also verlängerte Ferien für die Kinder. Unterricht findet allenfalls halt online statt. Die Schulpflicht wird aber ausbesetzt. Und es ist so, dass es eine Notbesetzung gibt, wo die Eltern halt bei Bedarf entlastet werden. Das ist jetzt nicht mehr so wie beim ersten harten Lockdown, wo es hieß, systemrelevante Eltern können ihre Kinder erstmal irgendwo abgeben, sondern jetzt ist es auch, wenn beide Eltern berufstätig sind und das, ja, man weiß nicht, wie man es machen soll, man hat niemanden, der auf die Kinder aufpassen kann, dann gibt es in den Schulen und Kitas auch eine Notbetreuung dafür. Singen in der Kirche ist auch verboten, in Synagogen, Moscheen, ja, es ist nicht mehr erlaubt. Die dürfen nur öffnen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter gewahrt wird und eine Maskenpflicht hast du da halt auch. Aber halt, wie gesagt, Singen verboten. In Hotspots, also in Regionen, wo es besonders schlimm ist, da ist es so, dass Ausgangssperren drohen. Ich weiß jetzt nicht genau, von wie viel Uhr die an sind, ob die ganztägig sind. Das hängt vielleicht auch wieder mit Bundesland zu Bundesland irgendwie unterschiedlich zusammen. Da müsstet ihr euch selber mal informieren. Wenn tatsächlich Ausgangssperren sind, ist es natürlich auch schwierig, sich ins Auto zu setzen und zur Familie zu fahren und dort Weihnachten zu verbringen. Vielleicht wird da aber auch eine Ausnahme gemacht. Das weiß ich nicht. Also da müsste man sich tatsächlich vor Ort, wenn man an einem solchen Hotspot wohnt, einfach selber mal erkundigen. Ja, und ansonsten sollen Betriebe freigeben oder Homeoffice ermöglichen. Ich habe das große Glück, dass ich in einem Homeoffice arbeiten kann. Ihr könnt ja meine Kommentare unten reinschreiben, wer von euch auch in einem Homeoffice arbeitet. Mittlerweile hat man ja das Gefühl, die meisten Leute haben überhaupt die Möglichkeit, Homeoffice zu arbeiten. Es arbeiten sehr viele Leute da. Das ist sicherlich eine richtig gute Variante, um auf jeden Fall Ansteckungsketten halt zu unterbinden. Und ja, wer von euch im Homeoffice arbeitet, kann es ja gerne mal reinschreiben. Das ist jetzt so die aktuelle Lage, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Nagelt mich nicht fest, dass das alles 100% richtig ist. Das sind Sachen, die ich mir jetzt hier notiert habe, die ich den Medien auch entnommen habe und ein bisschen versucht habe, auch in eigenen Worten manchmal etwas leichter verständlich halt vielleicht auch wiederzugeben. Kann sich ja vielleicht auch noch ändern, das weiß man auch nicht. Trauriges Weihnachtsfest dieses Jahr, wollen wir hoffen, dass es das für unsere Generation das einzige und letzte ist. Generationen vor uns, unsere Großeltern vielleicht, gerade die Älteren unter den Großeltern, die kennen noch ganz andere Weihnachten aus Krieg. Ich denke, das war noch wesentlich schlimmer als das, was wir jetzt erleben. Früher im Krieg waren die Väter teilweise an der Front und zu Hause gar nicht da oder sind vielleicht im Krieg schon gefallen gewesen, vielleicht auch kurz vor Weihnachten, wo dann auch die Trauer groß war. Im Krieg befinden wir uns Gott sei Dank nicht. Wir befinden uns im Krieg gegen ein Virus, muss man sagen. Auch da hat es viele tote Menschen schon gegeben. Das trifft mit Sicherheit auch Familien sehr hart, wo es jetzt im Laufe des Jahres passiert ist oder auch kurz vor Weihnachten oder in den letzten Tagen. Es hat ziemlich viele Menschen gegeben, die an und mit dem Coronavirus momentan gestorben sind. Das muss man so beides sagen, an und mit, weil das schon einen Unterschied macht. Ist sehr hart, vor allem wenn es vor Weihnachten passiert. Und ich denke mal, für die Familien wird das kein schönes Weihnachtsfest werden, was sehr traurig ist. Und wollen wir alle hoffen, dass es im nächsten Jahr einfach besser wird. Es liegt auch an jedem Einzelnen von uns selbst so ein bisschen, wie er damit umgeht, ob er mitmacht, ob er mithilft oder ob man sich einfach der Meinung ist, das Ganze gibt es gar nicht. Ich gehe trotzdem machen, was ich will. Ich setze keine Maske auf
Und ja, gibt genug Leute, die das anders sehen. Was ich persönlich schade finde, aber auch die Leute müssen ihre Meinung haben. Ja, ich finde es halt einfach nur schade und hoffe, ich will auch keinem was Böses tun, weder dem, der so denkt. Aber ich hoffe halt einfach, dass es aufhört, dass es besser wird, dass man nächstes Jahr einfach wieder unbeschwert leben kann, dass man nicht im Hinterkopf ewig so dieses drückende Gefühl hat, Mist, das geht nicht. Ja. Es ist zermürbend, es macht müde, es macht kaputt alles. Ja. Mehr kann ich eigentlich dazu gar nicht mehr sagen, außer dass ich euch trotzdem ein schönes Weihnachtsfest wünsche und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, hoffen wir, dass alles nächstes Jahr besser wird. Leute, ich bin raus. Ich habe, glaube ich, ziemlich lange geredet. Wer es bis hierhin durchgehalten hat, vielen Dank. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.